Hallo, guten Morgen und willkommen zurück hier beim Milchbaron auf der Landkreis Rostock. Ja, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind im dritten August-Teil. Und wie man sieht, das Lager ist verdammt voll geworden. Wir sind fast fertig mit dem Silage einfahren. Also, ich denke mal, da wird jetzt, da ist gerade einer, ist noch unterwegs hierher und dann schätze ich mal noch eine Fuhre und dann haben wir das hier endlich. Ja, dann geht es weiter. Ich denke mal, wir werden zuerst das Stroh einsammeln. Und zwar haben wir ja gesagt, wir werden einen Großteil des Strohs verkaufen, weil wir einfach Geld brauchen und eh noch nicht so viele Kühe haben. Das heißt, wir werden den Ladewagen danach eben wirklich aufs Strohsammeln ansetzen und direkt verkaufen. Es wird immer noch Heu geschwadet. Das ist noch nicht fertig geworden. Es hat dann doch auch länger gedauert, wie ich gedacht habe. Aber das Dreschen ist abgeschlossen. Das heißt, den Drescher können wir nach Hause fahren. Wir können auch mal schauen, ob wir sonst noch irgendwelche Missionen vielleicht zwischendurch machen können. Also das sind so Punkte, die jetzt aktuell noch anstehen könnten für uns. Ja, und ansonsten fahre ich hier eben noch Silo platt und warte, dass der Ladewagen irgendwann endlich mal hier ankommt. Aber es ist schon eine Menge geworden. Wir schauen auch jetzt noch nicht rein, wie viel, sondern das werden wir wirklich erst machen. Wenn wir komplett fertig sind. So, wo bleibt denn der Kollege? Weil es ist eben die Überlegung mit dem Strohverkauf, auch wenn Stroh nicht viel bringt, dass wir uns da vielleicht wirklich einen zweiten Ladewagen holen. Weil der JCB ist aktuell ja auch nicht am Fahren, da wir ja nichts mehr zu dreschen haben. Es sei denn, wir haben eine Dreschmission. Nee. Düngen, genau, die Düngemission, die habe ich schon angenommen und sonst nur Ballenpressen. Ja, das ist halt das nächste, eine Ballenpresse. Ob man da vielleicht in die Richtung an auch noch investiert. Ballenpresse unten. Ne, eine Presse haben wir doch, glaube ich. Wir brauchen noch den Sammelwagen dazu. So. So war das. Aber ich frage mich langsam wirklich, wo denn der Abfahrer bleibt. So weit ist das doch gar nicht. Jetzt müssen wir doch mal gucken. Er ist auf jeden Fall irgendwo am Fahren. Das ist gut. So, genau. Hier wird das Heu gemacht. Also geschwadet. Da sind wir auch gut dabei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir ein bisschen Heu. Ne, ein bisschen Stroh zumindest in die Mischfutteranlage bringen. Gut, was wir aber auch machen könnten, ne, das machen wir anders. Wir bringen das Stroh mit dem Ladewagen in die Mischfutterproduktion und holen es da zur Not dann mit dem JCB wieder raus und verkaufen das mit dem Doppelanhängergespann. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und damit sollte es dann auch schnell vorangehen. Weil da würde ich gerne heute schon mit anfangen und spätestens in der nächsten Folge dann richtig loslegen.
Ja, und dann wird es wichtig, dass wir die Silage hier fertig bekommen. Oder wir machen es dann wirklich so, wie wir es eigentlich mal vorhatten und kaufen uns ein bisschen Silage, damit wir einfach ein bisschen schon mal mit Mischfutter anfangen können, damit unsere Kühe, damit es denen noch besser geht. Weil wir können auch mal da kurz reinschauen. Ja, fünf Stück haben wir. Gesundheit wird langsam besser. Produktivität ist bei 100%. 76 Liter Milch. Ja, bisschen Heu haben sie noch drin. Und was haben wir an Mist und Gülle? Mist und Gülle? Naja, hält sich auch überschaubar in Grenzen. Ach, und guck mal, wer da ankommt. Hallo, Abfahrerchen. Wird aber auch mal Zeit, dass du hierher kommst. Ich habe hier schon keine Lust mehr, hier ständig im Kreis zu fahren. Ja, was wir dann da klar machen müssen, wir müssen unsere Wiesen mulchen. Also es ist einiges zu tun an diesem Ingame-Tag, deswegen habe ich auch aktuell die Zeit. Warte mal, 0,5 ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir lassen mal auf einfach laufen. Oh. Du hast ja da klar jetzt den dicksten Berg ausgesucht. Naja. Wie gesagt, wir müssen die Wiesen mulchen. Das ist ganz wichtig. Und was müssen wir noch machen? Ja, wenn das Stroh eingesammelt ist, müssen unser Weizenfeld wieder bewirtschaftet werden. Also gibt doch einiges zu tun. Ich bin jetzt schon am Überlegen. Es wäre jetzt auch blöd jetzt für. Ich glaube, der muss noch einen Ladewagen voll fahren. Ich würde gerade sagen, ob wir jetzt schon mal den abziehen, den Kollegen. Aber wir lassen jetzt den hier erstmal stehen. Ich würde sagen, wir holen mal den Drescher zurück. Ja, der steht hier erstmal gut am Feld. Der Drescher. Der kann dann einmal in die Waschanlage. So, wie war das? Hier hatten wir ja gespeichert. Genau, der Kurs ist gespeichert für das Stroh einsammeln. Ja, dann hoffen wir mal, dass da einiges bei rumkommt, dann, wenn wir loslegen mit Stroh verkaufen. Aber wir können da klar die Düngemission auch noch machen. So, dann weißt du was, dann machen wir das mal anders. Dann lassen wir den einfach mal nach Hause fahren. MVA. Wobei, das ist eigentlich am sinnvollsten. Ballenlager Silage, weil da hinten ist die Waschanlage. So, dann brauchen wir im Grunde den hier. Ja, bekommt der Kollege auch mal ein, upsa, ja, einen Parkplatz. Also der Anhänger bekommt einen zugewiesen. So. Ja, komm, wir fahren hier wieder durch. Wenn, dann kommt der hier irgendwo da oben hin. Bei die ganzen anderen. Aua, aua, aua. Boah, ja, ich war wieder zu ungeduldig, ich weiß. So. Komm, geh auf.
Ja, guck mal, da sind wir doch fast richtig. Weil wir könnten das Fässchen ja auch hier draußen parken. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das hier sind Stall 2, Parkplatz 12. Stall 2, Parkplatz 12. Stall 2, P12. So, Parkplatz zugewiesen. Parken Sie bitte. War das der Drescher? Nee. Wer hat hier gerade gebimmelt? Ja, guck, der ist wirklich auf der letzten Bahn. Sehr gut. Dann geht's wirklich ins Stroh gleich. Wobei, da würde ich sagen, die Tour bringen wir nochmal in die BGA. MVA, BGA, BGA, BGA. Anlieferung. Oder ist da noch was? Auch oh, da vorne ist noch eine Spur. Ja, dann machen wir weiter. So. Bin ja mal gespannt, ob der hier von der Länge überhaupt in die Waschanlage passt. Ich schätze mal eher nicht. Weil das Geschoss insgesamt doch ein bisschen größer ist. Oder ist die lang genug? Ja, wir probieren es mal. Aber ich würde mal sagen, nee. Dann einmal das Ding hinten raus. Dann wird erstmal nur der Drescher gewaschen. Ah, jetzt hänge ich hier ein bisschen weiter rüber. Zwängen wir uns mal hier vorbei. So, aber wir könnten die Waschanlage. Oh, das Waschen mal dokumentieren für das nächste Thumbnail. So. Jetzt ist nur die Frage, ich habe gesehen, das Ding hat sich ein bisschen komisch verdreht. Das heißt, wir müssen den erstmal ein bisschen mit Gewalt schieben, damit wir das Ding nicht hier anbekommen irgendwie. Ah ja. So, okay. Oh. Ich hoffe, dass das kein Problem wird. Ja, werden wir sehen. Oh, ne, es läuft. Ja, guck mal, dann ist der Drescher auch wieder schön sauber und startklar für. Ja. Für den nächsten Einsatz. Aber das hat sich auch wieder ein bisschen komisch verdreht. Also es ist nicht so gut. Ich glaube, da muss ich einmal von Hand ran. Aber da brauchen wir ein bisschen Kraft dazu. Ja, guck mal. So wird da ein Schuh draus. Oh, Arbeit beendet. Warte mal, da müssen wir gleich hin.
Der ist fertig. Dann fährst du mir zum Abladen und danach geht es auf Feld 34, war das, ne? 34, 34. Karte. Feld 34, ja. Aber da können wir ja jetzt es sagen. Warte mal, warte mal. Wir gehen in den Kursmanager, Feld 34 dreschen. Kurs laden. Erster Wegpunkt. Er startet doch Curseplay, wenn er da ist. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also normal müsste jetzt dann zum Feld fahren und quasi direkt dort Curseplay starten. Da muss ich ihm nur, sobald er hier am Hof gewesen ist, einmal noch den Zielpunkt nennen, nämlich die Mischfutterfabrik. So, den parken wir hier. Ja, guck mal, das hat doch auch sehr gut geklappt. Das heißt, wir brauchen jetzt hier den Düngestreuer. Das Gute ist, Dünger haben wir ja. Da, genau, dann können wir auch gleich mal testen, die automatische Abholung von Dünger, sofern der hier leer ist. Ob wir. Ja, da passt was rein. Das ist gut. So, wir fahren zu Feld 52. Beladen an der Chemie-Dingsbums und los geht's. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht irgendwie in Probleme kommt mit dem Fronttank. Aber das sehen wir gleich. So, hier. Ist das jetzt verdichtet komplett? Wir sind bei 100%. 1.900.000 noch was 1000. So, zugedeckt. Wie schaut es hier aus? 50%. Also das dauert noch ein bisschen. So, das heißt, das Silo ist zu. Dann gehen wir jetzt wirklich in Stroh sammeln über. Wir schauen aber auf jeden Fall dem hier noch zu. Das ist, sollte jetzt noch so der letzte Punkt sein. Wir sind nämlich ja schon wieder fast am Ende. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge die Düngemission einmal erledigen und dann gucken wir mal, was sonst noch so ansteht. So, guck mal, er macht die Klappe auf. Ja, das ist gut, das ist gut. Perfekt. Oh, und ist vielleicht ein bisschen schwer. Ist ein bisschen schwer. Ja. Ja. Stopp, stopp. Ich glaube, wir lassen den Fronttank hier und machen das vielleicht mit einem, oder wir machen das mit einem anderen Traktor. Ah. Das heißt also, wenn wir düngen, müssen wir auf jeden Fall entweder ein Frontgewicht oder einen stärkeren Traktor nutzen. Weiß gar nicht, haben wir jetzt irgendwas frei? Und der fährt hier. Der ist quasi ja im Grunde gleich fertig. Aber wir könnten den da nehmen. Ja, der hat zwar auch kein Frontgewicht, aber das wäre eine Option. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen dann hier erst einmal Feierabend. Wir sehen uns auf jeden Fall am. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Wir sehen uns am Sonntag wieder um 9 Uhr morgens, wie gehabt. Da werde ich auch gleich die Folge noch aufnehmen hier im Anschluss. Also, dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis dahin.